Oh, drei Kisten. Und keine einzige Mimik dabei. Aber wir hätten auch einfach andersrum gehen können, um direkt hier hinzukommen. Hast du nochmal ohne Vorwissen? Ja, das ist schon krass. Göttlicher Segen. Smaugs Großhammer. Oh, guck mal. Und jetzt noch von Ornstein. Ring des Löwen. Stimmt sogar, Ring des Löwen. Mal gucken, was der kann. Verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Okay. Brauche ich, glaube ich, nicht. Aber trotzdem cool, dass es das hier gibt. Sind wir hier in der Nähe von der Arena von Ornstein und Smaug? War das hier? Das war nicht da unten. Das war eine andere Arena. Aber sind wir hier in der Nähe davon? Ich meine, hier ist ja auch dieses Gemälde von ihr, von Amazing Chesterhead. Also wir sind bestimmt in der Nähe. So, und jetzt müssen wir hier hoch, glaube ich. Sieht schon wieder sehr scheiße aus hier. Ja, toll. Jetzt sind die schön reingelaufen, die beiden. Die gute Guinevere, genau, ja. Und dann gab es doch noch die Schwester. Oh, irgendwas schießt auf mich. So ein Vieh. Oh, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Aber den charge ich jetzt nicht einfach. Den charge ich jetzt nicht einfach, weil. Ich weiß nicht, was da oben alles ist. Ja, wo ist der? Er kann mich hier am Baum nicht treffen. Nice, ich habe eine gute Position. Okay. Lag jetzt noch was? Nee, ne? Ich bin ja einfach hochgecharged, ohne nachzugucken. Genau, da lag noch was. Blaues Käferkügelchen. Was noch ein Hund? Zum Glück kamen die nicht gleichzeitig. Dann sind hier viele Hunde, ey. Uah. Er kann mich hier wieder. Toll. Ich glaube, er kann mich hier nicht treffen. Da ist noch einer. Die sieht man aber auch echt schlecht. Und ich höre auch noch einen Hund sogar. Der lebt noch. Ich höre auch hier irgendwo links von mir einen Hund. Ah, hier. Da ist tatsächlich einer. Hi. Okay. Mann, ich denke mal, ich finde 1000 Secrets. Und dann ist da nichts. Wie oft ich hier schon unnötig gegen Geländer und Wände gebonkt bin mit dem Kopf. Oh, mein Fahrstuhl, den ich benutzen kann. Wow. Ach, hier sind, jetzt weiß ich, wo. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, wir haben jetzt gerade auch nur einen Shortcut aufgemacht. Okay.
Dann gehen wir doch mal weiter. Ist nix. Nö. Dann mal hoch. Was haben wir hier? Oh. Hier können wir runterjumpen, aber dann bin ich weiter unten. Will ich weiter unten sein oder will ich... Oh Gott, schon wieder so ein Raum. Schon wieder so ein Raum mit 1000 Viechers, oder? Ja, schon wieder so ein Raum mit 1000 Viechern. Warte mal, da können wir doch eine Falle auslösen. Okay, hat nichts gemacht an dem Vieh. Hat an dem Vieh nichts gebracht. Natürlich überlebt er jetzt gerade so. Also das ist schon ein bisschen nervig, dass die hier andauernd solche Räume haben. Ich meine, die Viecher sind in Ordnung, ja, die sind jetzt nicht gerade schwer. Aber dass die hier einfach 1000 von diesen Räumen haben, wo einfach 30 Milliarden von den Viechers drin sind. Jetzt nehmen wir mal einfach für ein bisschen mehr Damage auch den Bogenschieß. Den Bogenschieß. Ring rein. Der kann mich nicht treffen. Toll. Sagte er und wurde mal wieder getroffen. Wie, und das war jetzt keiner von den Bogenschieß, von den Zauberviechern? Stimmt noch nicht. Ja, wollte gerade sagen, das haben wir bestimmt noch nicht alle. Da sehe ich sogar auch noch einen. Und da auch noch einen, okay. Hier sind noch ein paar. Okay, man sollte hier nicht einfach random Zeug kaputt machen, weil da Fallen drin sind. Na gut. So, ach so, jetzt sind wir auch hier unten. Ah. Wäre ich gerade von da oben runtergesprungen, dann wäre ich hier. Oh, das wäre aber schlecht gewesen. Das wäre jetzt eine schlechtere Ausgangsposition, glaube ich, weil dann ist man zwar oben. Man ist zwar oben, aber man kommt, glaube ich, genau zwischen drei von diesen Zauberviechers hier oben raus. Das ist, glaube ich, schlecht. Das von unten langsam ranschleichen, wie ich das gemacht habe, besser. Glaube ich. Ich habe gerade echt viel... Oh, ich höre Viecher. Ich sehe auch Viecher. Boah, einer mit einer Sense, okay. Cool. Noch langsamer kann man die... Noch langsamer kann man die Sense auch nicht schlenkern oder benutzen zum Attackieren. Remnant 1 oder 2? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte weder Remnant 1 noch Remnant 2 gespielt. So eine Treppe kämpfen ist eigentlich scheiße. Genau, weil dann kommt man nämlich nicht hinter den Gegner. Junge. Ja toll, und ganz am Ende gelingt mir dann noch so ein Backstab. Ich habe Remnant mal gesehen, auch in einem Stream, habe ich es mal angeguckt, aber gespielt selber habe ich es nicht.
Achso, die kann. Ah, die Sense kann man hier farmen. Okay. Was ist das? Achso, oh, hier kann ich Leute beschwören. Ach, Boss! Guck mal. Große, riesengroße Bosswand. Hier muss wohl irgendwo ein Boss sein. Oh, da unten liegt auch ein Item, ne? Oh ja. Wie komme ich da jetzt ran? Und noch ein Rufsymbol. Hier kann man zwei Viecher beschwören. Andri sogar. Genau, ich habe drei Souls-like bisher gespielt. Dark Souls 1, Dark Souls 3 mache ich jetzt gerade und Lies of P habe ich auch gespielt. Was war das gerade? Jo! Das war ja fies. Ich dachte, eine unsichtbare Wand drückt mich weg. Dass der mich nicht angegriffen hat, war ja strange. Stand hier nicht beim letzten Mal einer vor der Tür? Das ist doch die Tür, oder? Ja, das ist die. So, warte mal. Wo ist denn jetzt das nächste Bonfire eigentlich? Und vor allem, ich will ja... Ach, hier ist noch ein dritter. Ich kann drei Viecher beschwören. Für den Kampf. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Bossfight, der jetzt kommt? Ring des Sonnenerstgeborenen. Versteckt Wunder enorm. Gut, ich gehe jetzt aber, glaube ich, erst nochmal zurück zum Feuerbandschrein und dann machen wir den Boss. Aufsteigen. Dann machen wir jetzt hier noch einen Punkt rein. So. Hatte ich zwischendurch noch irgendwas anderes gefunden, ne? Was, wenn ich den Boss nicht beim ersten Mal schaffe, kannst du einkaufen gehen? Wieso? Weil das dann bedeutet, dass ich noch definitiv für das gesamte Einkaufen an dem Boss sitze. Okay, dann wollen wir mal. Nach dem Boss wieder mit Yuria reden, okay. Reisen. So, welches waren wir denn jetzt? Hier, der glaube ich, ist das Richtige. Wenn ich das richtig interpretiert habe, welche Tür wir gerade aufgemacht haben. Uns dürften jetzt auch nicht so viele Gegner hier unterwegs sein. Glaube ich. Genau, da ist nämlich die Tür, die wir gerade aufgemacht haben. Hier sind jetzt, glaube ich, zwei Unsichtbare drin. Ja. Aber wo ist der zweite? Oh. Will ja eigentlich... Achso, wartet mal. Müssen wir ein Setup. Jetzt müssen wir erstmal das wieder reinmachen. Und hier nehmen wir jetzt den Graswappenschild rein. Jetzt sprinten wir einfach an denen vorbei, scheiß drauf und gehen in die Boss-Arena. Hohepriester Sullivan. Ups, das war schlecht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe ein Estus-Flakon aus Versehen benutzt. Okay. Priester Sullivan. Oh, der sieht aber cool aus. Jo, okay, und er ist schnell. Okay, ich habe noch keinen einzigen Treffer auf ihn geschafft. Jo, was hat er für lange... Was hat er für lange Kombos? Was ist los mit ihm?
du Scheiße, ist der schnell. Aua, aua, aua. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber ich habe voll auf die Fresse bekommen. Yes! Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich habe den Boss zu 0,0 verstanden. Oh, ich zitter gerade echt so ein bisschen. What the fuck? Was war das für ein Boss? Ich habe den nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt. Ich bin absolut panisch, absolut panisch rumgedutscht. Hat man doch gesehen. Ich bin absolut, das war absoluter Panic Mode, war das. Das war absoluter Panic Mode. Ich verstehe auch nicht, was das da auf einmal für eine Explosion in der Mitte war und. Ja. Der hat eigentlich noch einen Spirit in der zweiten Phase, der dich auch angreift. Ja, das hat er bei mir nicht gemacht. Hatte ich vielleicht Luck. Das hat er bei mir nicht gemacht. Ein Spirit in der zweiten Phase. Nö. Okay, da hatte ich vielleicht echt Glück, oder? Dass der einfach nicht kam. Oh Junge, was war das für ein Fight? Also, ja. Ich meine, finde ich jetzt in Ordnung? Doch, aber du hast den Instant gekillt, weil die ineinander stehen. Ach so. Okay. Das habe ich nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Das muss ich ehrlich gestehen, das habe ich nicht mitbekommen, dass der irgendein zweites Vieh beschworen hat. Aber es war bis auf den letzten Estus-Flakon runter, war das absoluter Panik-Mode. Und ich meine, die ersten 4, 5 Estusse habe ich es nicht einmal geschafft, den überhaupt zu hitten. Welchen Boss ich bis jetzt am schwierigsten fand? Welche hatten wir denn überhaupt schon? Da muss ich mal überlegen, welche Bosse wir überhaupt schon hatten. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die sind mir gar nicht mehr so im Kopf, alle die Bosse. Jetzt mit Yuria reden. Speak thy desire, honorable Lord of Hollows. Ah, greetings, our Lord and Liege. Good tidings. Thy spouse is ready. Her Partner ist bereit. Right to greet her. The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. Oh, nach Anor Londo müssen wir jetzt. So thou mayst a true monarch become. Also ich glaube wo ich genauso viel gepanickt habe wie jetzt bei dem Bossfight, war glaube ich Abyss Watchers. Und da bin ich sogar auch, ich glaube, ein, zweimal gestorben bei denen. Oh, er ist wieder da, oder? Oh, then we're both safe and sound. Thank the gods for that. I don't like getting things so close. I might have died, if it wasn't for that peculiar onion. Na, guck mal, der Zwiebelritter hat ihm jetzt geholfen. Ich dachte eigentlich, Patches macht das. Vielleicht doch falsch in Erinnerung. Er hat, weiß ich nicht, hier neue Pfeile, oder? Klamotten auch. Naja. Passt schon. Achso, Schild kann ich jetzt auch wieder tauschen. Gegen mein Schild. So. Joho, bis dann. Ich bin ja noch ein bisschen beschäftigt. So, muss ich jetzt noch irgendwas machen, bevor wir weiter können? Achso, wir können mal gucken, was der für Bosswaffe hat, nachdem wir jetzt den Hohepriester, oder wie der hieß, besiegt haben. Aha, da geht's so. Sehen.
Kristallweisen. Wollen, ja, hatten wir schon geguckt, oder? Schwarze Schlange. Heiliges Schwert von Fürst Wolnir. Sullivan, hier. Großschwert des Urteils. Stärke, Kraft, Geschicklichkeit und Intelligenz. Okay. Und hier auch noch gottloses Großschwert. Auch noch. Wie heißt das nochmal? Großschwert des Urteils und gottloses. Okay. Das ist sogar ein Ultra, das ist sogar ein Ultra-Großschwert hier. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Gehen wir nochmal zu Sullivan. Da ging es, glaube ich, weiter irgendwo. Ja. Gehen wir trotzdem da hinten weiter. Hohepriester Sullivan. Achso, wir hatten doch auch noch den anderen Weg da. Da gab es doch noch einen anderen Weg. Bei dem anderen Bonfire. Jetzt müssen wir mal gucken, welchen wir jetzt zuerst gehen. Aber erstmal, glaube ich, hier lang. Aber jetzt. Toll, die werde ich jetzt nicht beide kriegen. Aber prinzipiell nicht so schlimm, weil hier ist ja noch ein, ist ja direkt ein Bonfire nebenan. Da kann ich mir jetzt den zweiten holen. Aber erstmal gucken, was hier noch so liegt. Hier machen wir das jetzt ganz easy. Ich gehe jetzt einmal ans Bonfire, gehe nochmal neu hin und dann holen wir uns den anderen. Genau, muss ja nirgendwo hin. Hä? Wieso ist denn jetzt nicht da? Oder, achso, wartet mal, muss ich. Achso, ich muss nicht ans Bonfire gehen, ich muss einmal das Spiel resetten, glaube ich, oder? So war es, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das Spiel resetten und nicht ans Bonfire gehen. Ja, so war es. Aha. Nice. So. Kommen wir jetzt. Wir müssen jetzt nach Anor Londo, wie ich das, so, wie ich das verstanden habe. Hier kommen wir nicht ran. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bewegen die sich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Ich glaube, die bewegen sich. Doch, der da bewegt sich. Aber das sind nur die Ketten. Aber heißt das, der ist lebendig oder ist der tot? Ach du Scheiße. Was sind das da für Assis? An die Stelle kann. Ja, gut. Das hört sich nicht gut an. Sind das da Gegner? Finden wir gleich raus. Ich kann nicht mal annähernd so weit schießen. Ich kann nicht mal annähernd so weit schießen bis zu denen. Oh. Doch, die leben, die Riesen. Ich höre sie. Kommen auch noch beide. Super. Da, genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Beide anlocken. Die auch noch genau gleichzeitig angeschissen kommen. Super. Super. Da hilft nur einfach die schneller kaputt hauen, als die mich kaputt hauen.
halten die nichts aus. Zum Glück halten die nichts aus und der andere kam einfach nicht. Geil. Okay, dann können wir den jetzt mit Strats. Toll. Wo ging der denn hin, die Attacke? Was ist los mit ihm? Jetzt komm doch mal an. Ich will die Riesen nicht aus Versehen angreifen. Hä? Was ist los mit ihm? Oh, jetzt ist auch seine magische Waffe ausgelaufen. Nice. Ist er für ein Flap? Kann ja gar nichts. Nicht zu den Riesen gehen, Kollege. Nicht zu den Riesen gehen. Nice. Wir haben jetzt nichts gedroppt, oder was? Doch, er hier. Drang Doppelspeer. Okay. Aber die da oben machen mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ja, der schießt auch. Toll. Kann ich mich da irgendwie anschleichen? Doch bestimmt da runtergehen. Also ich höre, die machen auf jeden Fall Geräusche hier, die Riesen, aber nur ein paar. Es sind nicht alle, glaube ich. Ich glaube, da sind aber ein paar Lebendige bei. So, ah, hier komme ich nach da oben. Okay, aber gucken wir erstmal, was hier noch so ist. Ah, da sehe ich schon wieder solche Assis. Einen schönen Kopfschuss gegeben. Hä? Was war das jetzt? Warum hat er mich jetzt durch meinen Block getroffen? Und wieso wird es hier auf einmal so laut? Das ist auch noch so ein Magier-Typ. Wie sind da noch welche um die Ecke gewesen? Das war so klar. Finstersteinplatten bringen. Okay. So, jetzt geht ziemlich viel über mir ab. Das heißt, wir nehmen, glaube ich, mal wieder den Bogenring rein. Weil jetzt müssen wir, glaube ich, viel abschießen. Weil hier oben standen irgendwie viele rum, glaube ich, oder? Oh ja. Natürlich haben jetzt auch schon alle Aggro auf mich. Geh weg. Zum Glück treffen die mich hier auf der Treppe nicht. Ich treffe sie zwar auch schlechter. Toll. Eigentlich will ich nicht so weit weg, weil dann machen auch meine Pfeile weniger Schaden. Okay. Sonst ist nichts hinter mir. Könnten mir jetzt die einfach... Oh Gott. Ich hole mir jetzt den einfach. Ich zernahkampfe den jetzt einfach, egal was die anderen machen. Noch eine. Habe ich in den nicht gesehen. Glück hat der irgendwie. Ist von denen die KI ein bisschen weird. Und mein Aim aber auch.
Mein Gott. Ich sehe, dass einer von links kommt. Ich sehe sie. Toll, da wollte ich gerade nur dodgen, aber ich war so lange in der Animation gefangen. Zu weit weg, da gehe ich jetzt einfach hin. Scheiß drauf. Okay. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, hier oben alle erledigt. Ich dachte, irgendwie hier ist ein Item. Aber anscheinend doch nicht. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, runter zu den Riesen. Und die Riesen abfetzen. Obwohl, ne, erst gehen wir noch nach da hinten. Da scheinen noch Items zu sein. Können wir hier wieder rein? Aber wo sind wir dann? Da hinten ist so ein Vieh. Ach so, ah, guck mal, jetzt sind wir. Hier, jetzt haben wir nur eine. Ah, das, jetzt haben wir eine Abkürzung aufgemacht. Die hatte ich, als ich unten war, überhaupt gar nicht gesehen, dass hier überhaupt so ein Fahrstuhl ist. Da unten ist sogar ein Hebel. Da habe ich wirklich komplett ignoriert. Wirklich nicht gesehen. Okay. Gucken wir mal nach hier hinten. Schön. Cool. Ist auch nichts. Bleib stehen. Okay. Simpler Edelstein, okay. Hä? Ist, kann man hier nur rein, ausschließlich nur für diesen einen Crystal Lizard oder was? Hier ist nix. Sieht zwar schön aus hier oben, aber sonst ist hier nix. Doch, sieht mir sehr mimikmäßig aus da hinten. Sieht mir sehr mimiki aus. Das ist auch ein Mimik. Machen wir das doch mal so cool. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Goldener Ritualspeer. Ich meine, ich kann diese Flammen, wenn ich mal oben meinen Mana angucke, diese Flammen Schwerter kann ich anscheinend dreimal machen vom Mana her. Von daher können wir die jetzt, denke ich, auch gleich für die Riesen verwenden, weil ich glaube, die mache ich jetzt. Ich glaube, jetzt mache ich die Riesen. Hier ist noch was. Und auch eine Abkürzung irgendwo hin. Ja, aber für woanders. Nicht für jetzt. Ach, da hinten noch was? Das sieht, glaube ich, nur so aus. Wie sonst noch so ist. Wow. Oh, shit. Was hat da auf mich geschossen? Okay, vielleicht sollte ich da doch nicht hin. Oder erst später. Weil irgendwas schießt hier. Irgendwas schießt hier mit Bögen. Das ist natürlich ganz schlecht, dass ich jetzt Aggro gezogen habe von dem. Nicht, dass der jetzt hier auch auf dieses Gebiet schießt, wenn ich eigentlich gegen die Riesen kämpfen will.
Es scheint so, als ob er aufgehört hat zu schießen, der Kollege. Also es ist mindestens ein Riese, der hier echt ist. Und ich gehe davon aus, es ist der, bei dem die Ketten so... Ja, der bewegt sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen hin und her. Der bewegt sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen. War's schon, oder? Nee. Das war's jetzt. Oh, okay. Kleine, wow, kleine Titanitscheibe, wow. Nicht? Ist hier noch einer? Oh, ja. Jo, wie wir die fertig gemacht haben, Junge. Okay, große Titanitscheibe. Noch einer? Will hier noch jemand auf den Sack haben? Okay. Das hat everything went better than expected, sage ich dazu nur wieder.